Hallo meine lieben Schrauberfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe für euch hier schon mal so ein bisschen was vorbereitet. In dem heutigen Video soll es darum gehen, ob man mit diesem Megapulser solche Autobleibatterien wieder retten kann. Jedes Jahr immer wieder im Winter oder besonders zur Winterzeit, wenn es ja eisig kalt wird und um die 0 Grad bis Minusgrade gibt, fallen die Batterien aus oder der Start des Fahrzeuges wird etwas schwierig werden. In dem Fall jetzt mit dieser Batterie. Man merkt halt wirklich, das Auto schafft es gerade oder die Batterie schafft es gerade so, den Anlasser die nötige Leistung zu geben, um das Auto anzuschauen. Zu werfen. Ja, was wollen wir machen oder was will ich machen letzten Endes? Ich habe als erstes die Batterie hier erstmal vollgeladen, 13,6 Volt, werde jetzt sofort mit dem Tapdan Batterietestgerät die Batterie testen. Das machen wir als nächstes und dann werde ich euch in diesem Video über einen Zeitraum von einem Monat oder sogar vielleicht ein bisschen länger zeigen, ob dieser Megapulser hier etwas bringt oder nicht und inwieweit er diese Batterie wieder reparieren, regenerieren oder in den Neuzustand versetzen kann. Das wollen wir hier machen. Ich werde jede Woche einmal mit dem Batterietester testen, ob sich der State of Health von dieser Batterie, sprich der Gesundheitszustand dieser Batterie, verbessert, verschlimmert oder gleich geblieben ist. Also ich würde sagen, auf geht's, wir gehen jetzt ans Messen der Batterie nach dem vollgeladenen Zustand. Um die Batterie jetzt hier testen zu können, müssen wir hier einfach mal uns die Masse hier abklemmen oder anklemmen, eher gesagt, nicht abklemmen, sondern anklemmen und einmal das Pluspol und dann startet unser Tool hier bereits schon, Tapdan Battery Tester, 13,22 Volt haben wir hier, dann gehen wir hier auf OK, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dass ihr was auch seht und hier haben wir die Möglichkeit Batterie testen, Cranking Test bedeutet, er testet die Batterie unter dem Modus, wenn ihr das Auto anlasst, also im Anlassverfahren wird die Batterie geprüft, wenn sie dann im Prinzip in die Knie geht, wenn ein ziemlich hoher Stromfluss entsteht durch das Starten des Fahrzeuges, in dem der Anlasser ziemlich viel Saft von der Batterie abverlangt. Da können wir einen Test machen, wie die Batterie sich verhält unter, wie gesagt, Startmodus, dann das Laden testen, da können wir dann nochmal testen in dem Gerät, wenn das Auto oder das Fahrzeug läuft, lädt die Lichtmaschine, kommt genug Spannung an der Batterie an und mit wie viel Ampere wird sie wahrscheinlich geladen. Ich habe diesen Test bis jetzt noch nicht gemacht, aber in weiteren Videos werden wir das vielleicht auch noch machen. Dann kann man sich hier die Bewertungsdaten nochmal anschauen, die Sprache auswählen und Informationen zu dem Gerät. Wir wollen jetzt aber mal die Batterie testen. Wenn wir auf Batterie testen gehen, dann werden wir sehen, die Übersetzung ist nicht so ganz super gelaufen. Das heißt hier reguläre Batterie, was einer normalen Bleibatterie entspricht, was meine hier im Hintergrund ist. Wir haben hier die Möglichkeit, AGM-Batterien zu testen. Gel-Batterien, EFB-Batterien. Unsere ist eine regelmäßige, so wie das drin steht. Nein, es ist eine reguläre Batterie. Und hier hat man die verschiedenen Möglichkeiten, nach welchen Werten man die Batterie hier testen möchte. Bei mir ist es jetzt der EN, also der Einschaltstrom sozusagen. Bei der Batterie stehen hier 680 Ampere EA drauf. Dann gibt es hier nach JIS, nach DIN, nach CCA, nach CA, BCI, MCA, SAE, GB, IEC und so weiter und so fort. Bei mir ist es EN. Und ihr seht, 680 steht hier schon drauf, hat die Batterie 680, jawohl, die hat 680, dann passt es. Hier muss man den Wert eingeben, wie viel, welchen Wert die Batterie letzten Endes hat. Wenn es jetzt 570 wäre, müsst ihr hier mit den Pfeiltasten einfach die 570 einstellen. Wir sind bei 680. Somit weiß das Gerät, welche Einschaltstromhöhe muss diese Batterie hier bringen. Und ich glaube, anhand dessen wird das Gerät auch gleich errechnen, wie viel von diesen 680 Ampere noch verfügbar sind. Jetzt gehen wir mal auf OK. Jetzt läuft hier dieser Testmodus hier durch. Wir warten. So, und jetzt ist unser Batterietest fertig. Jetzt können wir hier sehen,
Die Batterie ist gesund, da steht gesund, also healthy, 69% von bedeutet, dass man noch 565 Ampere von dem EA letzten Endes hat. Ursprünglich waren es 680. Aufgeladen ist sie zu 100%. Hier kann man das gut sehen. Und die Batteriespannung, na klar, das Gerät braucht auch ein bisschen Spannung, sinkt jetzt auf 13,18 Volt. Vorher waren es anfangs, glaube ich, 13,22 Volt. Und der Innenwiderstand der Batterie, das ist für mich immer sehr, sehr ausschlaggebend, liegt bei 4,91 Milliohm. So, und da könnt ihr es, ups, da fällt mir das Ding schon fast aus der Hand, da könnt ihr es nochmal sehen. Bewerteter Test bei Ausgang 680 Ampere. Davon geht jetzt das Testgerät aus und von diesen 680 80 Ampere EA haben wir noch diese 565 Ampere, was dann diesen 69% entspricht. Okay, ich werde jetzt mal den Megapulser anschließen und das Ladegerät und ihr seht dann hier gleich im Video denselben Test nach einer Woche. Das Ladegerät ist jetzt bereits angeschlossen mit dem Megapulser. Dieser aktiviert sich über diese kleine Status, diese grüne Status-LED bei circa 12,9 oder 12,8 Volt fängt das Ding an zu leuchten und dann gibt der entsprechende Impulse an die Batterie ab, um die Verharzung oder Verklebung der Platten dort wieder rückgängig zu machen. Das Ganze lassen wir jetzt mal eine Woche hier durchlaufen. Wie ihr seht, die Batterie wird geladen und dann schauen wir uns das Ganze hier gleich mal an. Nach einer Woche, zwei, drei, vier, fünf und eventuell 6 Wochen. Also dranbleiben. So, meine lieben Schrauberfreunde, eine Woche später, die Batterie ist jetzt an einem anderen Ort, ist weiterhin am Laden. Ich stöpsel die jetzt mal hier ab, nicht, dass mir einer erzählt, ich tue hier irgendwie Faken oder sonst irgendwas. Hier ist wieder mein Top-Down-Batterietester. Ich stöpsel das Ganze jetzt mal hier wieder ab von der Batterie und wir klemmen mal den Top-Down hier wieder dran und lesen mal aus und dann könnt ihr mal beobachten, was hier mit den Werten passiert. So, einmal Masse, einmal Plus. Jetzt holen wir das hier ins Display mit rein. Und jetzt gehen wir mal hier auf OK. Machen den Batterietest. Und reguläre Batterie, jawohl. EN haben wir gehabt, 680, müsste auch noch drin sein. So, was haben wir hier? Gesundheit 67. Innenwiderstand 4,98 Milliohm. Wieder eine Woche vergangen. Wir werden das Ganze hier mal wieder abstöpseln und unser Prüfgerät hier zur Hand nehmen. Einmal anschließen, dann wollen wir mal schauen, wie sich eine Woche später wieder die Werte verändert haben. Da bin ich mal gespannt. So, Gerät ist angestöpselt. Und hier sehen wir das Ergebnis. Ich glaube, der Innenwiderstand ist, glaube ich, gleich geblieben. Aufladezustand 100%, die Gesundheit bei 69%. Wie gesagt, ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf, aber ich werde euch das hier alles Stück für Stück dokumentieren. Dann könnt ihr euch selber da ein Bild dazu machen oder ich werde es am Ende des Videos nochmal ein bisschen erklären, ob der Megapulser hier was gebracht hat oder nicht. So ist der Wert hier wieder eine Woche später.